Ja, dann hallo, herzlich willkommen. Heute wird uns Michael Reichert etwas zu Malen nach Zahlen Landnutzungserfassung in OpenStreetMap in Deutschland erzählen. Bei Fragen nach Möglichkeit über den QR-Code gehen, damit wir die alle gesammelt haben und nicht durch den Raum laufen müssen mit dem Mikro. Danke. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin jetzt seit 13 Jahren bei OpenStreetMap dabei und wir haben immer ganz viele Diskussionen im Forum über dieses Thema. Da dachte ich, ich reiche jetzt mal einen Vortrag zu dem Thema ein und untersuche mal die Daten. Vorher möchte ich aber kurz die Frage ins Publikum stellen. Wer hat schon mal Landnutzungspolygone in OpenStreetMap erfasst? Okay, die Hälfte oder knapp die Hälfte. Dann werde ich es etwas ausführlicher erklären. Worum geht es? Also zuerst zur Motivation, warum ich diesen Vortrag eingereicht habe, warum mich diese Fragestellungen interessieren. Dann zum Tagging, also mit welchen Attributen werden Landnutzungspolygonen in OpenStreetMap erfasst. Welche Mängel hat das Tagging derzeit? Dann zum Thema Flächendeckung und Überlappung. Wie flächendeckend und wie überlappungsarm sind die Landnutzungspolygone erfasst? Der Einsatz von Multipolygonrelationen. Das Trennen versus das Kleben von Landnutzungspolygonen und Verkehrswegen, das Alter der Polygone und ein paar technische Hinweise zur Auswertung, wie ich das gemacht habe. Zur Motivation, wenn man so Begriffe wie Land Use oder Multipolygon oder Multipolygon-Wahnsinn oder Verkleben Land Use in die Forensuche eingibt, bekommt man meistens viele Ergebnisse. Und es ist auch reichlich Emotion dabei. Das sieht man zum Beispiel an einem Thread-Titel: Androhung von Benutzersperren für Verklebeideologie. Es ist übrigens tatsächlich eine DWG-Entscheidung gewesen, eine bestimmte Art der Landnutzungserfassung in Deutschland zu verbieten, um die Community zu befrieden. Aber zuerst mal die Frage: Was ist eigentlich Landnutzung überhaupt? Das ist in OpenStreetMap eigentlich gar nicht definiert. Es gibt eine Reihe von Keys, Land Use, Waterway, Natural, Military, mit denen werden Landnutzungsobjekte erfasst. Das kommt auch darauf an, welchen Maßstab man anlegt bei der Erfassung. Denke ich in Flurstücksgröße oder denke ich in Blumenbeetgröße? Ich habe mir einfach eine Definition ausgedacht, damit ich hier arbeiten kann. Ich nehme diese vier Keys, davon den ersten Value, den ich bekomme, sortiere ein paar aus, die nichts mit Landnutzung zu tun haben und nehme noch ein paar rein, die eigentlich auch Points of Interest sein könnten. Das hat auch noch Auswirkungen, das sehen wir nachher in der Auswertung. Zu den Feature-Klassen. Ja, der Plot ist leider ein bisschen kaputt. Das sind die häufigsten Feature-Klassen, die in Deutschland verwendet werden, anhand des Flächeninhalts in Quadratkilometern. Forest ist das häufigste, also Wald, Farmland für Ackerland, Meadow für Wiesen oder Weidefläche, Residential, Water, Military und die letzte Säule sind die anderen. Es gibt im Bereich Farmland, Meadow Definitionsunschärfen und man sieht in der Praxis sehr viele Äcker als Meadow erfasst und umgekehrt. Deshalb das bitte nicht für bare Münze nehmen. Und auch bei Forest gibt es noch eine zweite Klasse Wood, wo die Definition auch nicht genau klar ist, wo der Unterschied ist oder ob es überhaupt einen gibt. Sie fällt aber weiter hinten runter. Die ist einfach viel weiter hinten einsortiert, das ist hier nach Größe sortiert. Wie sieht es aus mit der Flächendeckung der auf Gemeindeebene in Deutschland? Das hier ist eingefärbt, Rottöne für besonders gute Abdeckung und Blautöne für eine besonders niedrige Abdeckung. Also die Rottöne sind alles so Werte um weit über 90%. Blautöne, wie hier zum Beispiel in Meter, das ist in Franken 24%. Viel tiefer geht es eigentlich auch kaum noch in Deutschland. Außer das gemeindefreie Gebiet auf der Ostsee. Es heißt aber nicht zwangsläufig, dass eine nahezu 100% erfasste Gemeinde, also eine Gemeinde, bei der 100% der Fläche mit Landnutzung erfasst ist, auch korrekt gemappt ist. Denn wir haben keine in Verwendung befindliches Tag für Verkehrsflächen. Es gibt Mapper, die
mappen für die Fläche einer Straße, also den Asphalt, teilweise auch noch mit dem Straßengraben dazu, ein Land Use gleich Meadow oder Land Use gleich Gras, weil diese grüne Hintergrundfarbe im Rendering in OSM-Karte so hübsch aussieht. Für mich ist das Kartenmalerei, die ich ablehne. Wir erfassen hier Daten und malen keine Karte. Ansonsten sieht man eben auch, dass es so gewisse Cluster gibt. Also wenn ein Mapper irgendwo in einem Gebiet aktiv war, dann hat er meistens mehrere Gemeinden erfasst. Wir sehen diese seltsamen Cluster nachher nochmal. Wie sieht es aus mit überlappender Landnutzung? Das sind die häufigsten Feature-Klassen, die einander überlappen. Links aufgetragen ist die jeweils größere Fläche der beiden, die sich überlappt. Und unten die kleinere Fläche. Das heißt, die häufigste Überlappung ist Military als Landnutzung mit Wald. Das sind 1375 Quadratkilometer in Deutschland. Insgesamt gibt es knapp 11.000 Quadratkilometer Überlappungen, wo also mindestens zwei Polygone sich überlappen. Es gibt natürlich auch Fälle wie zum Beispiel School für Schulen, die tauchen immer als oder fast immer als kleinerer Partner auf. Die sind häufig in Land Use Residential Polygonen gemappt, also Wohngebieten. Ob man da überhaupt eine Überlappung hat oder ob das eine Definitionsunschärfe ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt die Überlappungen eliminiere mit PostGIS? Gibt es gewisse Veränderungen? Hängt sehr stark von der Feature-Klasse ab. Am Anfang, als ich diese Auswertung geschrieben habe, habe ich nur mit Daten aus Baden-Württemberg gearbeitet, jetzt aus Deutschland. Und in Baden-Württemberg ist der Unterschied bei Water deutlich größer übrigens. Da bleibt nur noch ein Viertel der Fläche übrig. Anscheinend gibt es in Baden-Württemberg sehr große Inseln in Seen oder in Flüssen, die nicht korrekt erfasst sind, wo einfach nur zwei Polygone sich überlappen und nicht das Äußere als Polygon mit einem inneren Ring erfasst ist. Ebenfalls habe ich jetzt noch aufgetragen, die Fläche, die auch in Quadratkilometern, die keine Landnutzung hat. Das kann ich natürlich erst feststellen, wenn ich die Überlappungen eliminiert habe. Nun zum Thema Multipolygone. Zuerst ein Hinweis an die Leute aus der GIS-Szene. In OpenStreetMap sprechen wir von Multipolygonen, das sind aber im Simple Features sind oft nur Polygone. Im einfachsten Fall erfassen wir Flächen in OpenStreetMap als einen geschlossenen Way. Dieser geschlossene Way bekommt die Tags, hier zum Beispiel Land Use gleich Forest für den Wald. Oder wenn diese Fläche ein Loch hat, also einen inneren Ring braucht, dann braucht es in OpenStreetMap eine Relation. Das wäre jetzt im Simple Features sind noch ein Polygon, im OSM spricht schon ein Multipolygon. Zwei Ways als Mitglieder, ein äußerer, ein innerer. Und die Tags gehen jetzt an die Relation. Das geht natürlich auch mit mehreren inneren Ringen. Way 2 und Way 3, also die inneren Ringe, können irgendwelche Tags haben. Und es ist natürlich auch möglich, den äußeren Ring in mehrere Ways aufzuteilen. Es gibt berechtigte Fälle dafür, zum Beispiel, wenn der äußere Ring mehr als 2000 Nodes hat, denn ein Way kann maximal 2000 Nodes in OpenStreetMap haben, ansonsten wird der Upload von der API abgelehnt. Manche Mapper haben diese Art der Erfassung für Multipolygone dafür genutzt, um zum Beispiel die Straßen oder Fließgewässer als Grenzen für die Landnutzungsflächen zu verwenden. Sie wollten sozusagen Ways einsparen. Wie hoch ist der Anteil der Multipolygone in OpenStreetMap an der Gesamtanzahl der Objekte? Das hängt sehr von der Feature-Klasse ab. Bei Wäldern ist er höher als bei den anderen. Insgesamt sind es ungefähr 3,5% in Deutschland von Landnutzungspolygonen, die als Multipolygon-Relation erfasst sind. Wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt Fälle, wo es erforderlich ist und es gibt Fälle, wo es nicht erforderlich ist, ein Polygon als Multipolygon zu modellieren. Die linke Geometrie, die ist erforderlich, denn ich habe hier einen inneren Ring. Die beiden rechten Fälle sind nicht erforderlich. Es gibt hier zwei äußere Ways, das sind aber weniger als 2000 Nodes, das braucht man nicht. Da könnte man einen geschlossenen Way machen.
Und in diesem Fall brauchte es die Multipolygon-Relation nur, wenn die beiden wirklich was gemeinsam haben. Also nicht nur, dass es beides Wälder sind, sondern dass sie auch einen gemeinsamen Namen haben, weil es ein Wald ist, durch den eine Schneise für eine Hochspannungsleitung durchgeht, der aber immer noch Ruhpoldinger Forst heißt. Und diese unnötigen Multipolygone habe ich gezählt und geschaut, wie viele Gemeinden haben welchen Anteil an unnötigen Multipolygonen. Das heißt, die allermeisten Gemeinden haben 0, 1 oder vielleicht auch 2% unnötige Multipolygone bezogen auf ihren Gesamtpolygonbestand. Und das hier auch noch als Kartendarstellung. Und hier werden jetzt doch regionale Cluster deutlich. Denn jetzt kommen wir wirklich in den Bereich hinein, wo man den Arbeitsstil eines einzelnen Mappers oder einer einzelnen Mapperin sieht. Hier sticht zum Beispiel Oberscheinfeld raus, das ist, glaube ich, bei Würzburg. Dort sind 75% aller Landnutzungspolygone als Multipolygonrelation modelliert und gleichzeitig unnötigerweise als Multipolygonrelation modelliert. Die sind einfach nur so modelliert, weil es schön ist, weil sich da jemand an der Sparsamkeit, an der Modellierung erfreut. Es erschwert aber meiner Meinung nach die Bearbeitung für andere Mapper später. Und diese Multipolygonrelationen neigen eben dazu, durch versehentliche Bearbeitungen invalide zu werden. Es gibt noch ein zweites größeres Cluster, das ist im Bereich zwischen Erfurt, Leipzig und Zwickau zu finden. Da kommen wir auch wieder in den Bereich über 70%. Das ist aber übrigens dieses Gebiet schon seit, das denkt man nicht anders, dass das dieses Problem hat. Also seit den 13 Jahren, seit ich bei OSM dabei bin. Nun zum Thema Trennung von Verkehrswegen und Landnutzung. Da gibt es im Grunde zwei Arten, wie man das modellieren kann. Entweder man hat hier die schwarze Linie, das ist die Straße. Lisa hat ihre Nodes. Ich habe nebendran die beiden Landnutzungsflächen. Und ich mache für jede Landnutzungsfläche eigene Nodes. Oder ich nutze die Nodes gemeinsam für die Straße und die beiden Landnutzungsflächen. In OpenStreetMap erfassen wir Landnutzungsflächen als Flächen, aber Verkehrswege nur als Linien. Das ist natürlich ein gewisses Hindernis bei einer super sauberen Modellierung. Das heißt, entweder man hat hier die Erfassung der Landnutzungsfläche bis dorthin, wo die Landnutzung sich ändert, vom Ackerland zum Asphalt oder zum Straßenbegleitgrün. Während hier eben die Landnutzung durchgezogen wird bis zur Mittelachse des Verkehrsweges. Sieht hübsch im Rendering aus, ist aber leider unzutreffend. Denn eine Straße ist eben nicht nur einen Zentimeter breit. Und es gibt von der linken Variante noch eine Untervariante. Da werden dann die Nodes für die Landnutzungsflächen zwar nicht mit der Straßengeometrie verbunden, aber einfach einen halben Meter oder einen Viertelmeter daneben abgelegt. Sieht fast genauso aus im Rendering wie hier. Man kann den Unterschied nicht erkennen, außer man würde beliebig weit hineinzoomen. Zum Bearbeiten ist es kein Deut besser, finde ich. Aber das ist auch sehr Geschmackssache. Das sieht dann also so aus, wenn Verkehrswege und Landnutzungsflächen verbunden sind, teilen die sich die Nodes. Ich habe hier drei Ways übereinander. In Yosen müsste ich jetzt die mittlere Maustaste gedrückt halten, um den richtigen auszuwählen. Wenn sie voneinander getrennt sind, sieht es so aus. Ignoriert bitte mal den Versatz des Luftbilds hier. Die Landnutzungsflächen und Feldwege sind halt auch schon ein paar Jahre alt. Und wenn man eben sie ganz nahe beieinander zieht, aber nicht, verbindet sie das so aus. Man muss hier sehr weit hineinzoomen, um den richtigen Punkt mit der Maus auswählen zu können. So, und wie sieht das jetzt aus bezogen auf die Netzlänge? Also für jede Gemeinde geschaut, wie viele Kilometer Straße gibt es und wie viele Kilometer Straßen sind davon gleichzeitig Landnutzungsaußenlinien. Auch hier haben wir wieder regionale Cluster.
In Nordost-Baden-Württemberg, der Spitzenreiter ist zumindest in Baden-Württemberg, Königheim mit fast 71%, wo es 71% der Straßenkilometer inklusive Feldwege und Fußwege und in dem Fall hier auch Bahngleise mit Landnutzungspolygonen verklebt sind. Gibt aber auch in Sachsen noch einen Ausreißer. Aber in den allermeisten deutschen Gemeinden ist es unter 5%, oft sogar im gerundet 0%. Es ist also wirklich eine regionale Eigenheit. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es das auch nochmal. Und dort ist, glaube ich, auch jemand deswegen sogar gesperrt worden, vor einigen Jahren. So, nun zur letzten Fragestellung. Wie alt sind eigentlich unsere Wälder? Diese Frage habe ich mir mal gestellt, als ich in der Westpfalz Wälder ergänzt habe. Die haben dort gefehlt und auch bestehende Wälder gefunden habe und gedacht habe, diese Geometrien sehen doch irgendwie sehr ungenau aus. Dieser Screenshot hier ist aus Eiterfeld im Kreis Fulda in Hessen. Ich musste jetzt ein bisschen suchen, bis ich noch so einen Wald fand. Der ist im Jahr 2008 erfasst worden. Ich habe die History der Notes abgerufen. Damals hatten wir nicht diese tollen Bing-Bilder als Hintergrund zur Verfügung oder in dem Fall ist es sogar das Ortofoto der hessischen Vermessungsverwaltung, sondern Yahoo- und Landsat-Bilder, wobei die Yahoo-Bilder teilweise auch nur Landsat-Bilder waren. Yahoo durften wir bis 2011 nutzen. Wie bestimmt man das Alter? Das ist gar nicht so einfach. Wenn ein Way aufgeteilt wird, behält einer die Versionsgeschichte und die andere Hälfte des Ways fängt bei Version 1 wieder an. Das müsste ich aufwendig zusammenführen und auch Sonderfälle irgendwie berücksichtigen, hätte trotzdem noch eine gewisse Unschärfe. Wenn ich jetzt noch die Multipolygon-Relation auswerte, muss ich auch noch die Mitgliedschaftsänderungen berücksichtigen. Mechanische Edits an den Tags oder einfach nur Änderungen an den Tags führen zu einer neuen Version, obwohl da niemand wirklich Hand angelegt hat, sondern einfach nur jemand gesagt hat, wir erfassen jetzt die Umspannwerke mit einem Unterstrich im Value, weil das sich so gehört. Und das Hinzufügen einzelner Nodes, dass jetzt die Geometrie nicht groß ändert, macht auch eine neue Version für das komplette Polygon. Daher war meine Lösung, ich schaue auf die Zeitstempel der Nodes, wann sie zuletzt geändert wurden. Die Nodes haben fast nie Tags. Wenn diese bearbeitet werden, dann sind das immer Geometrieänderungen. Wenn wir jetzt das Medianalter der Nodes der Landius-Polygone anschauen, dann sehen wir zum einen den Zeitpunkt, als wir Bing nutzen durften. Das ist seit November, Dezember 2010 der Fall. Seitdem ist es viel einfacher, Landnutzung zu erfassen, weil man gut aufgelöste Bilder hat. Man sieht, auf dem Plot noch nicht, sondern kommt es auf den nächsten. Ansonsten ist es erstaunlich gleichmäßig verteilt. Aber es ist eben auch so, Landnutzung ändert sich nicht so arg. So ein Wald steht halt einige Jahrzehnte, außer der Borkenkäfer kommt. Ich habe mir auch noch angeschaut, wie sieht es aus, wenn ich für jede Gemeinde das Medianalter der Land-Use-Nodes in dieser Gemeinde berechne. Da taucht auch wieder diese Anomalie auf oder dieser Sprung durch Bing. Ich meine, dass da könnte die Freigabe von den Luftbildern in NRW gewesen sein. 2012, 2013 so rum. Und auf der Karte dargestellt. Ein Flickenteppich. Rot ist top aktuell. Die Gemeinde Dippertz hat ein Median-Node-Alter vom Januar diesen Jahres. Klietz ist von 2011. Ich meine, ich habe hier auch Gemeinden drin, die sind von 2008. Elsteraue 2010. Hohenfels 2009. Kurz noch zur Technik und dann bin ich auch schon durch. Der Datenimport ist mit OSMTP GSQL in eine Postgres-Datenbank erfolgt. Ich habe dazu den neuen Flex-Output verwendet mit einer eigenen Konfiguration. Die Auswertung mit Postgres, etwas Python und etwas Python in Jupyter.
Mit Matplotlib habe ich geplottet. Die Hintergrundkarten sind von Shortbread, dem Versatiles Neutrino-Stil. Mit Martin habe ich Vectortiles exportiert und mit MapLibre GLJS gerendert. Der Code ist auf GitHub zu finden und die Folien auf meiner Website. Und jetzt bin ich auf eure Fragen gespannt. Ja, vielen Dank. Bisher gibt es zwei Fragen, also gerne noch welche stellen. Ist davon auszugehen, dass Wälder deshalb häufiger Multipolygone sind als Farmland, weil unregelmäßig geformte Wälder mehr Knoten erfordern als rechteckige Äcker? Oder gibt es da andere Hypothesen? Also Äcker haben meistens keine Inseln innen drin, weil die die Bewirtschaftung erschweren. Die sind spätestens bei Flurbereinigungen weggefallen. Wälder haben hingegen sehr oft Lichtungen. Und wenn ein Wald mehr als 2000 Nodes auf dem äußeren Ring hat, ist er meistens so groß, dass sowieso eine Hauptverkehrsstraße durchgeht, dass man eigentlich schon für die Straße eine langgezogene Lichtung hätte. Sprich, dann kann man das Polygon teilen. Wie finde ich am besten Land-Use-Überlappungen, Osmose, andere QS-Werkzeuge? Mir ist keines bislang bekannt. Der Florian Lohhoff streckt da. Ja, ich habe für diverse Bundesländer habe ich das am Laufen, also für die, wo jemand mal gesagt hat, er möchte das. Also es gibt eine Visualisierung für zwischen Land Use und Land Use oder Land Use und Natural. Also alle anderen beobachte ich dann nicht irgendwie. Aber da gibt es Visualisierung für, gibt es. Auswertung. Ja. Es stört halt beim Kartenrendering bislang nicht, möchte ich noch dazu sagen, wenn sich diese Polygone überlappen, weil die Kartenstile, die man in der Praxis sieht, schlicht und einfach vor dem Rendern alle Polygone nach dem Flächeninhalt sortieren und die kleinen, zuerst die großen rendern und dann darüber die kleinen rendern. Das stört aber dann, wenn man irgendwelche Füllmuster verwenden möchte, wie zum Beispiel einen dunkelgrünen Wald mit hellgrünen Baumsymbolen. Und man aber die Wiesen nicht mit einem Füllmuster versieht. Und dann hat die Lichtung plötzlich Baumsymbole auf hellgrünem Hintergrund. Ja, gibt es da noch Fragen im Saal? Ins Mikrofon bitte. Soweit ich mich erinnern kann, bei Flüssen gibt es manchmal Flächen und manchmal Linien zur Darstellung. Gibt es da Regeln dazu? Wann erwarte ich eine Fläche, wann eine Linie? Also die Frage war, bei Flüssen gibt es manchmal Erfassung als Fläche, manchmal als Linie, ob es da Regeln dazu gäbe. Es gibt die Regel, dass man beides macht. Wir erfassen zum einen die Mittellinie des Flusses oder dort, wo eben da die Tiefenlinie ist, damit man ein routingfähiges Netz der Gewässer hat. Da gibt es mittlerweile auch Qualitätssicherungswerkzeuge dafür von meiner Kollegin Amanda McCann. Und gleichzeitig erfassen wir die Fläche des Flusses. Bei Bächen machen wir das aber nicht, die sind zu schmal. Die Definition eines Baches ist in OpenStreetMap, dass man als Mensch darüber springen kann. Dankeschön. Meine Frage geht dahin, Sie haben ja jetzt eine Betrachtung für Deutschland durchgeführt. Gibt es auch Erkenntnisse für Gebiete außerhalb von Deutschland? Und vor allen Dingen hier, wie ist es mit der Landnutzungserfassung außerhalb Deutschland? Werden da die gleichen Regeln angewandt oder gibt es da in der internationalen Community gar keine Vorgaben zu? Also da müsste man unterscheiden zwischen Ländern, wo die Landnutzung tatsächlich von Menschen erfasst wird, die OpenStreetMap beitragende sind, und dort, wo die Landnutzungserfassung aus dem Corinne-Datensatz importiert wurde oder anderen amtlichen Datensätzen. Die Niederlande und Frankreich zum Beispiel haben Importe. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind von Menschen erfasst worden. Das sieht man auch, weil in letzteren gibt es immer noch Lücken. Und da kommt es eben darauf an, wie die Leute damals beim Import entschieden haben, wie sie die Polygone aus der Fremdquelle in das OpenStreetMap-Datenmodell überführen. Diese Auswertung hier kann man natürlich auch auf Europa laufen lassen. Es dauert nur noch viel länger als das jetzt auf meinem Arbeitsplatzrechner. Und ich wollte es in der Schnelle der Zeit nicht auch noch auf einem der großen Server bei uns in der Firma laufen lassen. Zumal das eigentlich jetzt gerade mein privates Bastelprojekt war.
Weitere Fragen? Gut, ich höre gerade, das ist dann die letzte Frage. Dann schließen wir die Runde ab. Hast du nach deinen Auswertungen das Gefühl, dass das Landnutzungskartierung in OSM gut funktioniert? Oder würdest du, wenn du OSM nochmal neu aufsetzen würdest, Dinge ändern, wie zum Beispiel das Stichwort Landcover, was ich jetzt nochmal einbringen muss? Oder andere Änderungen, die dir vielleicht eingefallen? Die Definitionen für Landnutzung, Landcover und so weiter sind in OpenStreetMap schlicht und einfach ausbaufähig. Aber ich glaube, wir brauchen mindestens 10 Jahre, bis wir da zu einem Konsens kommen. Und im Zweifelsfall nur mit irgendeiner Diktatorenentscheidung klappt das. Da bin ich pessimistisch. Die Datenkonsumenten, die nur Karten rendern, die haben sich damit arrangiert. Die Mapper erfassen das einfach mit dem Gedanken, ich habe hier einen farbigen Pinsel in der Hand. Ich habe eben auch ermittelt, wo es Überlappungen gibt. Ich habe als Nebenprodukt der Auswertung einen überlappungsfreien Datensatz erstellt, aber eigentlich müsste ich davon noch die Buffer von Straßen abziehen, denn unter dem Asphalt einer Bundesstraße liegt keine Wiese. Dann vielen Dank für den Vortrag und vielen Dank für die Teilnahme.